Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Endpage-Hilfe Tutorials. Mit diesem Video möchte ich eine neue Reihe von Videos starten, die euch Websoftware näher bringen soll. Also Software, die ihr auf eurem Webspace benutzen könnt, wie Foren, CMS, Wikis und so weiter. Und anfangen möchte ich mit Simple Machines Forum und das Ganze installiere ich auf dem lokalen Webserver XAMPP. Wie man XAMPP installiert, habe ich in anderen Videos gezeigt. Links werde ich in der Beschreibung da lassen. Nun starten wir XAMPP mal unter Linux. Das Ganze geht so: Man tippt ein sudo opt lamp lamp start und tippt dann den Root-Passwort ein und das Ganze ist dann auch gestartet. Jetzt öffnet man den Standard-Webbrowser. Dort tippt man ein Localhost und XAMPP ist gestartet. Nun, wir wollen Simple Machines, also Simple Machines Forum, in den Standard Suchmaschine eintippen und das Ganze hier simplemachines.org aufrufen und die neueste Version dann runterladen. Einfach hier auf Download SMF und die Version runterladen, die man braucht. Ich habe die tar.gz runtergeladen. Ihr könnt auch andere runterladen. Und hier Language Pack natürlich das deutsche Language Pack. Mal schauen. Wo ist denn das? Hier German Informal. Also mit Du. Das Ganze auch runterladen und abspeichern. So, beide Dateien habe ich jetzt hier runtergeladen. Hier sieht man sie schön. Das German Language Pack und der Installer. Das Ganze rufen wir hier mal auf. Doppelklick, entpacken, auf den Schreibtisch mit dem schönen Dateinamen SMF. Ordner anlegen. SMF und hier rein. Dann das Ganze entpacken. Das habe ich getan. Jetzt Schreibtisch, hier SMF und hier sind alle Ordner drin. Das Ganze kopieren wir jetzt und gehen dann auf Dateisystem, OPT, LAMP und htdocs. Hier rein kopieren. Werden wir aber nicht schaffen, denn wir müssen htdocs als Root öffnen. Einfach rechtsklick und dann als Root öffnen klicken, dann das Root-Passwort eingeben und jetzt haben wir diesen Ordner als Root geöffnet und jetzt können wir das Ganze auch einfügen. So, das Ganze ist jetzt eingefügt und wir können es aufrufen, indem wir hier Localhost eintippen, dann SMF und schon kommen wir in den SMF Installer. Jetzt einfach hier unten auf Continue klicken und hier steht dann, dass diese Dateien nicht die Schreibrechte haben, beziehungsweise unser Server nicht die Schreibrechte hat, um diese Dateien zu schreiben. Also müssen wir das ändern. Das Ganze ändern wir so, indem wir in die Datei opt lamp slash htdocs slash smf springen. Dort sind diese ganzen Dateien aufgelistet und wir ändern nun die Schreibrechte. Das Ganze machen wir mit chmod 777 und dann agreement.txt
was steht hier? Diese Operation ist nicht erlaubt. Dann machen wir das Ganze mit sudo chmod 777. Agreement.txt. Und jetzt ist es erlaubt. So, wir müssen natürlich alle mit diesem Befehl machen, also gehe ich in den Modus des Superusers und mache das dann so. Dann muss ich nicht jedes Mal das Ganze eintippen. chmod 777 at. Okay, chmod 777 avatars. chmod 777 cache. Dann chmod 777 packages. Dann chmod 777 themes. chmod 777 source. chmod 777 settings.php und chmod 777 settings bug.php und smileys auch sn und das Ganze auch noch in packages cd packages. Und dann chmod 777 Package List, soweit ich weiß. Schon mal dir. Installed List, genau. chmod 777 Installed List. So. So, das Ganze wurde jetzt geändert. Ich denke, alle hier angegebenen Dateien wurden geändert in 777. Dann klicken wir hier. Click here to test if the files are writable again. Da klicken wir drauf und wir sehen, Stufe 2 ist übersprungen worden. Jetzt sind sie alle mit den richtigen Schreibrechten ausgestattet und wir können weitermachen. Die Konfiguration der Datenbank. Servername, hier kommt natürlich euer Servername rein, wenn ihr einen echten Server benutzt. Bei mir ist es natürlich Localhost. Dann ist hier Root. Passwort ist nicht gesetzt. SMF, der Datenbankname, den müssen wir natürlich anlegen. Dazu gehen wir unter Localhost XAMPP auf phpMyAdmin und dort auf Datenbanken und dort tippen wir ein SMF Datenbank anlegen. Diese wurde angelegt, jetzt Datenbankname SMF und der Tabellenpräfix SMF. Das Ganze jetzt auf Continue. Hier meine Community, mein Forum. Eintippen, den Rest lasse ich mal so, wie es ist, einfach weiter. Und jetzt werden die Datenbank-Einstellungen geschrieben. Und jetzt kommt unser Username, den wir uns selbst geben, zum Beispiel als Administrator. Hier NPage-Hilfe zum Beispiel, ein kleines Passwort. Dann hier info at mpage-hilfe.org und hier, da ich kein Datenbankenpasswort habe, einfach leer lassen, continue und
hier gibt es einen kleinen Fehler wegen Org. Hier Punkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nur so. Nochmal Continue. Jetzt hat es geklappt. Und wir gehen in unser Forum rein. Hier Major Security Risk. Die install.php-Datei muss noch gelöscht werden. Dazu einfach in den Ordner öffnen, also Dateisystem, dann opt, lamp und dann htdocs als root öffnen, dann smf öffnen und hier die install.php-Datei löschen. Und jetzt hier nochmal laden lassen und wir schauen unser neues frisch installiertes Forum. Wie man hierfür Plugins installiert und so weiter, das zeige ich euch in den weiteren Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.